Ich möchte euch warnen, hört dieses Hörspiel nicht im Auto. Da ist nämlich ein Schreckmoment drin, ein Jumpscare, der hat mich wirklich rausgehauen. Ansonsten ist im Haus des Schreckens John Sinclair Classic Nummer 48, basierend auf dem gleichnamigen Gespensterkrimi aus dem Jahr 77, der absolute Hammer. Ich habe noch nie ein so gutes John Sinclair Hörspiel gehört. Ich habe noch selten ein so gutes Action-Grusel-Hörspiel gehört. Da passieren akustische Sachen. Der Star ist wirklich der Sound. Sebastian Breitbach, der Sounddesigner, hat wirklich gezaubert. Nur als Beispiel, Jane bekommt von John Anweisungen durch den Kopfhörer. Das heißt, ihr hört John im Kopfhörer, gleichzeitig kommt er ins Haus rein, das hört ihr auch. Also das ist wirklich der Maßstab für alle weiteren Action-Grusel-Hörspiele in der Zukunft. Bäh.